Das Weihnachtsfest ist ein religiöses Fest für die Kuffar. Und das ist nicht ein religiöses Fest von den Nasara, von den ursprünglichen Christen, sondern das ist im Laufe der Zeit erfunden worden, liebe Geschwister, von den Heiden selber. Und sie sagen, wer ist geboren an diesem Tag? Was sagen sie? Isa, der Sohn Gottes. Pass auf, wenn du demnächst Weihnachten feiern möchtest, wo die Kuffar, die Ungläubigen sagen, Wulida ibnullah, der Sohn Allahs ist geboren worden und deswegen feiern wir diesen Tag. Wenn du willst, sag ihm herzlichen Glückwunsch, dann sagen wir dir aber einen herzlichen Abschied. Hat Allah einen Sohn? Qul huwallahu ahad. 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 Lam yalid wa lam yulad. Erzeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Allahu Akbar. Und sie schreiben Allah einen Sohn zu. Und bald sind diese Weihnachtstage. Hört diese Ayah von Allah Azza wa Jal. Wa qalu takhadha ar-Rahmanu walada. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لماذا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله عز وجل زاد und sie sagen die Kuffar Allah Ar-Rahman der Barmherzige hätte sich einen Sohn genommen. Hört mal, wie die Geschöpfe Allahs darauf reagieren, auf diese Aussage. Und sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Fast würden die Himmel daran zerbrechen. Und die Erde sich spalten. Und die Berge zerbröseln. Aus Eifersucht, dass diese Leute über Allah diese schändliche Welt. Und du gehst und feierst Weihnachten. Fast würden die Himmel zerbrechen und die Erde sich spalten und die Berge zerbröseln. Warum? Weil sie behaupten, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Wie können wir zu so etwas ja sagen? Ich meine ganz im Ernst, zwischen uns, ja. Wir sind hier unter uns Muslimen. Feiern die Kuffar unsere Feiertage? Nein. Also, wo ist dann dein Problem? Wo ist dein Problem? Hast du mal erlebt, dass ein Käfer, Peter oder Thomas, bei Eid al-Adha losgezogen ist, sich einen richtigen Hammel geschnappt hat und geschlachtet hat und dann verteilt hat? Hast du das mal erlebt? Er wird das nie machen. Ja, aber warum du? Ja, sie haben ihre Identität mit ihrer Religion und wir haben unsere Identität mit unserer Religion. Warum schämst du dich? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das stört sie, wenn wir das sagen. Aber das sagt wer? Allah, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Sprich, die Rechtleitung Allahs ist die beste Rechtleitung. Wer sagt das? Allah. Sie sagen, als Menschen, sie sind die Beste. Aber Allah sagt, als Schöpfer aller Menschen etwas anderes. Deswegen, aber man sollte gut mit ihnen umgehen. Und natürlich auch für die Konvertierten wichtig, wenn die Eltern Alkohol trinken am Tisch, du darfst nicht mit ihnen sitzen, selbst wenn du den Alkohol nicht trinkst. Selbst wenn du den Alkohol nicht trinkst. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Hadith ist Sahih, derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, sitzt nicht an einem Tisch, wo der Alkohol eingeschränkt wird. Deswegen, davon musst du dich distanzieren. Sonst kommt der Fluch Allahs azza wa jalla über dich. Die denken, weil sie es so in ihrer Religion gelernt haben, man kann ja immer Kompromisse machen. Die wissen nicht, dass ein Muslim keine Kompromisse machen darf, weil das nicht seine Religion ist, sondern das ist die Religion von Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, sagt Allah azza wa jalla. Was willst du daran ändern? O Diener Allahs, was willst du daran ändern? Du darfst daran nichts ändern. Das ist die Religion Allahs. Und ich bin zufrieden mit der Religion, sagt Allah. Willst du daran was ändern? Du darfst das nicht ändern. Aber du erklärst deinen Eltern auf beste Art und Weise, dass dieses von dir nicht so praktiziert werden kann und dass du das in keinem Fall machst. Aber gleichzeitig machst du ihnen ein Gegenangebot, dass du an anderen Tagen, am besten schon davor oder danach, mit ihnen auch was Schönes unternimmst. Und eine Sache finde ich traurig, viele, die den Islam angenommen haben,
sind nach dem Islam schlimmer geworden zu ihren Eltern. A'udhu billah. Wallahi, der hat vom Islam nichts verstanden. Wisst ihr, dass manche Eltern den Islam nur deswegen annehmen, weil sie sehen, mein Kind ist viel besser zu mir geworden. Weil diese Taten von ihm, sagen sie, die kommen nicht von ungefähr. Vorher war er nicht so. Auf einmal hat sich etwas geändert. Das kann nur von was kommen? Von seiner Religion. Daraufhin nehmen sie den Islam an. Aber manche Leute bei uns, der beschimpft dann seine Eltern, auch wenn sie Kuffar sind. Fürchte Allah und behandle deine Eltern mit voller Barmherzigkeit. Wir erhoffen uns doch, weil auch wir unsere Eltern lieben, dass sie irgendwann was annehmen, den Islam. Wir hoffen das doch. Liebst du deine Mutter? Liebst du deine Mutter? Liebst du deine Mutter? Und es kann sein, dass ihr Mütter habt, die keine Muslime sind. Aber das ist die natürliche Liebe, sagen die Gelehrten. Und die hat jeder. Selbst der Prophet Mohammed hat seine Mutter geliebt, obwohl sie im Höllenfeuer ist. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister, und man darf einem Kafir zu seinem Feiertag nichts schenken. Nichts schenken. Abu Hafs al-Kabir, Rahmatullah alayh, sagt, derjenige, der einem zu Nairuz ist ein Feiertag der Perser gewesen, auf jeden Fall ganz gleich, welcher Feiertag von den Kuffar das ist, wer ihm nur ein Ei schenkt, ein was? Ein Ei. Und er hat Allah 50 Jahre angebetet, so wird Allah alle seine Taten vereiteln. Wegen einem was? Wegen einem Ei. Aber was bedeutet das, was der großartige Gelehrte gesagt hat? Er meint damit, du schenkst jemanden, weil du seine Religion bestätigst und ihn bestätigst. Dürfen wir das machen als Muslime? Inna dina indallah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und du darfst keine andere Religion bestätigen. Egal, wenn du deine Mutter oder deinen Vater liebst, diesen Unglauben, den diese Person im Herzen hat, davon musst du dich freisprechen. Das ist Al-Bara. Das ist Al-Bara, dass du dich davon lossagst. Egal, wer das ist. Nicht, dass du sagst, weil es meine Mutter oder mein Vater ist, bestätige ich ihre Religion. Das darfst du niemals machen als Muslim. Nein, du darfst nicht ihnen etwas zu ihrem Festtag schenken. Und schon gar nicht etwas, womit sie sogar noch ihr Fest feiern, möge Allah uns bewahren. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.